Ja, einige Gesichter habe ich diese Woche schon häufiger gesehen. Wir kommen ja aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Ja, erst der Bundespräsident und jetzt diese illustre Runde. Das ist doch, ist doch eine schöne Steigerung. Ich wollte kurz reflektieren, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Schon vor 10 Jahren sagte mein Vater, Mensch, wir müssten doch eigentlich mal einen Ort finden, einen Platz finden, die Geschichte von Krone zu erhalten, erlebbar zu machen und eine Möglichkeit haben, sie auch anderen vorzustellen. Am Donnerstag war es soweit und die Familie Krone hat am Standort Spelle ein Museum für Landtechnik eröffnet. Hier werden alte Landmaschinen, die in der über 110-jährigen Geschichte der Maschinenfabrik gebaut und vertrieben wurden, präsentiert. Dafür hat das Unternehmen mehr als 250.000 Euro investiert. Als vor einigen Jahren klar wurde, dass der LVD-Bereich verlegt werden würde, war schnell klar, dass wir hier ein Museum errichten, so Bernhard Krone. In der einstigen Werkstatt wurden neben der Präsentation historische Landtechnik auch die Schülerfirma Relamar der Oberschule Spelle etabliert. Relamar wird von Schülern gemanagt. Den engagierten Schülern steht hierbei ein professionelles Team von Pensionären und ehemaligen Meister der Firma Krone zur Seite. Auch der Pavillon auf der anderen Straßenseite gehört nun zum Museum und wurde nach neuesten Maßstäben umgebaut. In dem ehemaligen Bürogebäude der LVD ist ein Büro mit Originalmöbel des Großvaters errichtet worden, das von Maria Krone bis ins kleinste Teil geplant und eingerichtet wurde, so wie es früher war. Die Ausstellung umfasse aber auch eine umfangreiche Präsentation von Urkunden und Gastgeschenken aus der über 110-jährigen Krone-Unternehmensgeschichte. Rund 250.000 Euro habe das Unternehmen in das Krone-Museum investiert, so Dr. Bernhard Krone, der sich gut vorstellen könnte, dass das Konzept noch erweitert werde. Er sehe schon jetzt ein Schmiedefeuer lodern, das an die Firmengründer erinnere. Auch Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf übermittelte seine Glückwünsche und freute sich, dass das historische Gebäude in Spelle nicht nur erhalten, sondern ausgezeichnet umfunktioniert worden sei. Das Krone-Museum sei ein Gewinn für die Gemeinde Spelle und der Region und fügte an, man müsse in die Vergangenheit schauen, um die Zukunft meistern zu können. Wenn wir gleich durchgehen, dann werden wir sagen, ich schließe mich dem Dank an, an meine Frau, an alle, die Bernhard ja erwähnt hat. Wenn er einen vergessen hat, dann war das keine böse Absicht. Schließe mich gerne diesen Dank an und freue mich auf den gemeinsamen Rundgang und auf das gemeinsame Mittagessen, weil ich ja im Gegensatz zu Ihnen schon weiß, was es gibt. Auszug des LVD, des Landtechnikhandels, hier aus den alten Räumlichkeiten, brauchten wir natürlich nicht lange überlegen, was wir hier machen wollen. Uns war eigentlich relativ schnell klar, dass wir dann diesen Standort, zumindest zum großen Teil, die alten Gebäude erhalten wollen, um eben die Geschichte von Krone einerseits natürlich zu erhalten, auch mit einem Archiv, aber eben auch zu dokumentieren und erlebbar zu machen. Und ich glaube, das ist uns jetzt hier im ersten Schritt in den neuen oder in den alten Räumlichkeiten im neuen Gewand, glaube ich, sehr gut gelungen. Also die Idee, ein Museum zu machen, ist ja eigentlich schon vor 10 Jahren gereift. Damals haben wir einen Bereich, einen Teilbereich unseres Kundenbesucherzentrums Drei von Tränen schon ausgeräumt, umgewidmet und dort auch schon Teile der Geschichte erzählt. Viele alte Maschinen, unsere alten Maschinen, aber auch die wir hier früher vertrieben haben von Lanz und Hanomag, entsprechend ausgestellt. Insofern lag es dann nahe, später hier eben, als der LVD ausgezogen war, auch hier ein entsprechendes Museum einzurichten.
Wir haben hier das große Glück, in den großen Räumlichkeiten die Schülerfirma Relamar mit einzubeziehen. Relamar steht für Restaurierung landwirtschaftlicher Maschinen. Wir haben die Werkstatt hier in das Museum integriert, haben es relativ offen hell gestaltet, die Werkstatt, haben beispielsweise Scheiben, wo man in die, von der Ausstellung in die Werkstatt schauen kann, sodass eben auch die Restaurierung der Maschinen durch die Schülerfirma, die also wirklich eigenständig das macht, selbstständig das macht, dann eben auch erleben kann, sich anschauen kann. Und so haben wir also eine sehr gute Verknüpfung zwischen Schülerfirmen, die wir unterstützen, mit Mitarbeitern, mit ehemaligen Mitarbeitern, mit Pensionären, aber eben auch mit Schülern und Material. Das Ganze geht also Hand in Hand und ich glaube, das ist eine sehr gelungene Mischung. Ja, der Besuch des Bundespräsidenten war ja auch eine Würdigung unserer Aktivitäten im Bereich Bildung, aber eben auch eine Würdigung der Schülerfirma Relamar und unseres gemeinschaftlichen Engagements für den Übergang oder die Erleichterung des Übergangs von Schule in den Betrieb, also von der Schule, vom Schulleben in das Wirtschaftsleben. Und es war natürlich eine große Ehre, den Bundespräsidenten hier bei uns begrüßen zu dürfen. Er war sehr interessiert, auch an den Aktivitäten, gerade im Zusammenhang mit Schülerfirmen und mit Ausbildung. Und ich glaube, da hatten wir schon einige interessante Dinge zu präsentieren und es war für uns ein tolles Erlebnis.